Hallo, Desori Miel. Schön, dass ihr hierher gefunden habt. Wir werden uns heute im Kollektiven uns die Wochentendenz uns anschauen. Ja, das ist ja so, dass keine Zeitangabe definiert wird. Du kannst dir dieses Video immer wieder anhören. So, wenn du sagst, okay, ich habe jetzt Bock oder ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich jetzt resonieren könnte. Ja, deswegen mache ich das auch ohne Zeitangabe. Bitte bedenke, Desori Miel, dass nicht alles mit dir wortwörtlich resonieren kann. Am Ende der Legung ziehe ich noch ein paar Sterne. Sternzeichen, du könntest dabei sein, kann aber auch gut sein, die Sternzeichen sagen dir nichts, dafür die Legung oder gerade andersrum, du kommst als Sternzeichen raus, ob du sagst, nee, Katja, passt nicht zu mir, muss auch gar nicht, ja, das ist ja freiwillig, das ist etwas für das Kollektive, wer möchte, hört sich das an und wenn nicht, dann lässt du es sein, ja. Okay, wir starten mit diesen wunderschönen Orakelkarten des Schicksals, ja. Das sind die Sacred Destiny Orakelkarten, ja? Mal schauen, was uns hier preisgegeben wird für das Kollektive, ja? Für dich, Desori Miel, der jetzt gerade zuguckt, ja? Zuschaust, zuhörst, das ist kein Zufall, wenn du jetzt gerade hierher gefunden hast, ja? Du weißt, dass ich nicht an Zufälle glaube. Alles ist irgendwo in Verbindung. Alles ist in dieser Synchronizität. Und weil wir uns etwas anschauen, werden wir auch angezogen, weil es unserer Energie entspricht. Ja? Wow! Schau dir mal diese Karte an. Hä? Leadership. Ja? Du bist hier ein Leader. Du bist ein geborener Mann oder Frau, die hier dieses Potenzial hat, ja, andere zu führen. Nicht ein Leadership, der hier sagt, was zu tun ist, indem du sagst, hey, ich sag dir das, also tust du das. Nein, das ist was ganz anderes. Erstmal bist du der Leadership von dir selbst, Desori Miel. Erstmal lernst du dich, ja, zu beherrschen, weil das ist wichtig, ja, wir dürfen nicht vergessen, lernen wir erstmal uns selbst zu beherrschen. Wenn wir das gelernt haben, wenn wir das praktiziert haben, sind wir fähig, andere zu leiten. Wir sind gute Leadership. Und nicht, weil wir kommandieren, ja, nicht, weil wir die anderen beherrschen, ja, also wir sagen, hier geht's lang, das macht man so, du sollst das machen. Nein, ein Chef, jemand, der in die Höhe ist, jemand, der anderen Menschen leitet, zeigt denen, wie es geht. Dann ist es von den Schülern, ja, die Aufgabe, es wahrzunehmen, ob sie das wollen oder nicht, ohne gezwungen zu sein. Ein Chef, jemand, der in dieser Position ist, darf nicht sagen, guck mal, wo ich bin, guck mal, was ich erreicht habe, guck mal, mein Ego, ja, ich platze vor meinem Ego. Nein, das ist ja jemand, der weiß, der geleitet wird vom Universum. Du bist hier nicht alleine, du wirst hier unterstützt von alle Kräfte. Das ist wie wenn du diese ganze Informationen quasi rausholst vom Akasha, ja? Du holst es raus, du zeigst den anderen, welchen Weg es gibt. Es gibt nicht nur diesen Weg, es gibt einen anderen Weg. Du kannst das so machen. Wieso machst du das so? Aber im Endeffekt liegt dann die Entscheidung an den Schülern, an den Menschen, ja? Zum Beispiel, wenn du jetzt sagst, Katja, ich bin jemand, der jetzt bereit ist, ja, selbstständig zu sein und ich bin bereit, hier auch andere irgendwie ein Befehl zu erteilen. Was für ein Befehl? Das ist ja klar, dass wenn du erstmal etwas selber machen möchtest, ja, im Kollektiven oder mit Menschen, mit anderen Menschen zusammen, ist es wichtig, dass du immer deinen Ego unter Kontrolle hältst, dass du immer diese Seite von dir fernhältst, ja, dass sie nicht, wie sagt man das auf Deutsch, dass diese, dass es nicht so agiert, dass du von ihm geherrscht wirst, ja, das ist dein Ego, der sagt, hey, es wird so gemacht und es gibt keine Widerrede. Nein, als Leadership bist du hier auch jemand, der anderen den Weg zeigt und sich andere Ideen holt. Also du als Chef,
Du kannst trotzdem die Ideen von anderen nehmen. Das heißt ja nicht, dass du jetzt hier nur der Einzigste bist, der diese Ideen geboren wird. Nein, diese Ideen können auch von den anderen kommen. Die Menschen, also ich sehe das so, also das ist etwas, was ich gelernt habe mit der Zeit. Früher war ich wahrscheinlich hier auch ein Leadership, der aber eher egoistisch war. Ja, wenn ich das so vergleiche in den Jahren, ist es für mich wichtig, dass ich auch die anderen die Chance gebe, die sich zu beweisen, den anderen sehe, so wie ich selber. Also man darf sich nie als die Nummer eins sehen. Man darf sich nie sehen, ich bin der Beste, ich kann das besser. Ich kann das, aber es gibt bestimmt Menschen da draußen, die das genauso können. Versteht ihr das? Um mehr Leute wir sind, um mehr Kraft haben wir, den Resultat zu erzeugen. Aber wichtig ist, beherrsche dich selbst, dann wirst du die Welt beherrschen. Ja? Verstehst du, was ich meine? Halte unter Kontrolle. Das ist eine bärenstarke Energie. Das ist nicht leicht. Du sagst, okay, ich sag jetzt mal, der Bär, der erinnert mich immer auch an die Karte der Stärke. Es wird ab und zu mal auch in viele Karten der Bär genommen, weil der stark ist. Das ist diese Stärke. Also ich habe oft diese Karte in meiner, in meiner Mappe. Das ist so eine Sache, die habe ich jetzt auch gesagt, dass ich bald ein Video drehen werde, sobald ich mehr Informationen habe, wo ihr nachschlagen könnt, wie das geht, weil ich finde das leider nicht auf Deutsch. Aber das ist eine Mappe, in dem ihr euch erkennen könnt. In dem ihr euch selber sehen könnt, okay, wo sind meine Stärken? Die Talente, deine Fähigkeiten, wo kann ich sie rausholen? Und wenn du jetzt oft die Karte der Stärke hast. Du hast eine machtvolle Stärke in dir. Aber versuche, das Tier zu dominieren. Ist bei mir schwer. Das war für mich immer schwer. Sogar heute ist es noch schwer. Weil das ist klar, du hast dieses Tier in dir. Ich bin ja auch noch Löwe und dann habe ich oft die Karte, die Stärke drin. Das ist nicht leicht. Das ist nicht leicht. Aber, ich sage aber, man kann dafür viel erreichen mit dieser Stärke. Also du kannst sagen, dank dieser Stärke kann ich mich managen. Erstmal musst du dich managen, okay? Und wenn du dich gemanagt hast, wenn du dich unter Kontrolle hast, hast du hier alles um dich, was dich unterstützt. Alle sind mit dir. Verstehst du, was ich meine? Alle. Alle sind mit dir und auch die Menschen, die Betschebis genommen, sie empfangen deine Energie als, oh Gott, wie sagt man das jetzt auf Deutsch, Bruder, unschuldig, eine tolle Energie, ja, du gibst den Menschen, sie empfangen diese Energie von dir, dass du nicht jemand bist, der hier nur herrschen will. Versteht ihr das? Das ist nicht hier jemand, der die Macht genommen hat, ja, um die anderen zu sklavisieren. Also das ist eine Sache, die nicht schön ist, ja. Und deswegen, wenn ihr jetzt das Human Design euch anschaut, ja, das Programm oder die Erzählung vom Human Design, zeigt ja, wie die Manifestoren diese Welt beherrscht haben. Wir wollen aber nicht die Menschen, ja, unter Sklaverei beherrschen, sondern wir wollen die Leute leiten. Und deswegen ist es auch wichtig für diejenigen, die jetzt auch sich beschäftigen mit dem Human Design. Oh, ich bin ein Projektor. Die Projektoren werden bald das leiten. Das bedeutet nicht, dass wir besser sind als andere. Das bedeutet nicht, dass ein Projektor besser ist als ein manifestierender Generator. Um Gottes Willen, keiner sagt es. Das ist nur eine Energie, die dazu da ist, um die anderen zu leiten. Wo ist mein Weg? Wo könnte ich gehen? Im Endeffekt liegt es dann in deiner Hand, ob du nach rechts oder nach links gehst. Ja, ich brauche selber hier noch Unterstützung. Also das ist klar, dass ich auch unter anderen bin, ja, unter anderen lerne. Das mache ich jeden Tag. Ich lerne. Ja, wir hören niemals auf zu lernen. Wir sind die Lehrer, wir sind die Schüler, wir sind alles. Also wir spiegeln uns andauernd. Wenn du jetzt sagst, ich habe einen Chef, der egoistisch ist, der irgendwie mir nicht zeigt, dann ist in dir eine Seite, die rauskommen will, diese Seite bekämpfen möchte, ja. Alles liegt immer in den anderen, ja, bitte. Vergiss das nicht, du bist immer das Spiegelbild von dem anderen, ja. Es gibt nicht jemand, der besser ist oder schlechter. Es ist halt einfach das Bewusstsein,
Ja, jeder hat sein Bewusstsein. Ich mache das so, der andere macht das so. Aber im Endeffekt tatsächlich, jeder macht das auf seine Art und Weise. Für jeden ist das so richtig. Ja, ich mache jetzt den Kuchen so. Das ist nur ein Beispiel, metaphorisch. Ich mache jetzt den Kuchen so. Die andere macht das so. Oder wenn ich etwas male, das wurde wissenschaftlich bewiesen. Die haben Leute gesetzt vor einem Baum und man musste diesen Baum malen. Jeder hat was anderes gesehen. Was siehst du an einem Baum? Du siehst ja nicht das Gleiche wie die anderen. Deine Augen sehen das anders. Du hast eine Zwiebeldrüse. Zwiebeldrüse, heißt das so? Ja, normalerweise schon. Nicht, dass ich das jetzt falsch sage, aber das ist das, was projiziert. Ja, das ist mit der Zwiebeldrüse projizierst du diese Welt, dieses Hologramm. Und je nachdem, wo du bist, la tua percezione, wie du empfängst. Wie empfängst du diesen Baum? Wie empfängst du, wenn du jetzt diese Karte siehst? Was erinnert dich diese Karte? Ich sage sie so, das ist genauso wie bei dem Kartenleger, Leute. Also, ihr könnt überall Unterricht nehmen. Das ist das, was ich auch meine Schülern sozusagen, weil ich weiß nicht, wie ich sie anders nennen soll. Wenn jemand bei mir lernt Karten, sage ich, das ist die Karte, sie bedeutet das. Aber du sollst dann das interpretieren auf deine Art und Weise. Wisst ihr, ich habe auch gelernt von jemandem. Aber ich habe dann mein System genommen. Ich lese mir ganz kurz die Informationen über diese Karte. Ich lese mir jedes Büchlein. Aber dann interpretiere ich das so, wie mein Herz es mir sagt, meine Intuition. Das ist die ganze Geschichte an der Sache. Also du kannst nicht sagen, es gibt einen Kartenleger, der das richtig macht und einen Kartenleger, der das falsch macht. Leute, ich möchte jetzt nicht alle verteidigen, aber jeder hat seine Sichtweise. Jeder erklärt die Karten, so wie er es will. Ja, so wie er das spürt. Nicht jetzt, dass man sagt, okay, die Todeskarte bedeutet jetzt der Wagen. Das ist was ganz anderes. Aber diese Person interpretiert die Karte anders. Ja, wenn ich jetzt den Tod sehe, ist für mich der Tod immer ein Neuanfang. Immer eine Seite, die abstirbt. Egal, wo das ist. Für eine Situation. Es gibt aber Leute, die tatsächlich den Tod auch assoziieren an den lebendigen Tod. Dass man sagt, okay, hier ist jemand gestorben. Kann ja auch gut sein. Versteht ihr, was ich damit meine? Also, es kommt immer darauf an, wie du die Welt siehst. Wie du dich preisgibst. Und du bist hier der Leadership von dir selbst. Und wenn du das beherrschst, bist du der Leadership von allem. Von den Menschen da draußen, von dir selbst, von den Menschen, die du dir ausgesucht hast zu leiten. Ja, das kann gut sein, du bist ja auch selber selbstständig oder du leitest hier etwas, du bist in einer Gruppe. Also ich habe ganz viele Leute, die auch im esoterischen Bereich sind, ja, die mit Energie arbeiten. Kompliment, ich sage immer wieder, Leute, es gibt nicht, ich bin besser als du, du bist besser als ich. Jeder hat seine Sichtweise, ja. Es ist ein Kampf, es ist eine Macht. Versteht ihr das? Das ist immer das Ego. Sobald das Ego sich einschaltet, heißt es, ich bin besser als du. Ich bin besser als du, ich mache das besser als du. Nein, ich mache das so, ja? Das ist einfach und simpel. Bleiben wir immer mit den Füßen auf dem Boden. Wir sind ganz normale Menschen. Es gibt nicht, du bist besser, der ist besser. Nein, jeder macht das auf seine Art und Weise. Und hier, du verdienst das. Du bist der geborene Leadership, ja? Wow, sehr, sehr schön. Machen wir weiter mit dieser fantastischen Tarotkarte, die wirklich, wow, die habe ich jetzt total in Vergessen. Also die sind bei mir in Vergessen geraten. Die waren irgendwo in einer Ecke. Da wusste ich gar nicht, dass ich diese Karten habe. Wahnsinn, Wahnsinn. Ich denke mir, ah, die sind doch schön, wo ich sie angeguckt habe im Internet. Aber irgendwie habe ich mir gedacht, diese Karten kenne ich. Die habe ich doch zu Hause. Ja, toll, Katja, guten Morgen. Die sind irgendwo in der Ecke gewesen, ja? Total vergessen. Wow, 2 der Kelche. Wow, sehr, sehr schön. Was haben wir hier? Etwas zu feiern? Some people are like that. Ja, jemand mag es hier, mit dir zusammen zu trinken, zusammen zu sein. Ich sag doch, du bist der perfekte Chef. Du bist der perfekte Anleiter. Anleiter? Leiter? Ja, sagen wir mal Leiter, nicht, dass ich das falsch sage. Du bist hier der perfekte Leadership. Du bist hier geboren für diesen Job. Du bist freundlich. Du gibst den anderen den Wert. Du gibst diese Gleichberechtigung. Du sagst nicht, ich bin besser als du. Kennt ihr diese Chefs, die immer auf diese höhere Stufe sind? Du bist scheiße. Ich bin etwas wert. Das gibt's, Leute. Das gibt's. Es ist jetzt nicht so, dass ich gestern geboren bin. Ja, ich habe viele Jobs. Ich war in viele Betriebe. Ich war in viele Stationen, in denen der Chef immer der Chef war. Einmal im Leben habe ich das erlebt, dass eine Chefin, das war eine Frau, die sich tatsächlich mit den
Kunden, Entschuldigung, Kunden sage ich da, mit den Arbeitskollegen hingehockt hat und das Gleiche gegessen hat und geredet hat und dasselbe gemacht hat, Scheiße gebaut hat, wenn man das so sagen darf. Wow, immerhin hat sie auch gezeigt, dass sie determiniert war bei der Arbeit, aber sie war Gold. Sie war wirklich Gold. Und bis heute noch, ja, habe ich mit ihr Kontakt. Das macht das aus, diesem Verhältnis. Diese, das war keine Chefin unter dieser Gesichtsweise, ich bin der Boss, ich bin der Big Boss. Nein, du bist unter mir, aber ich gebe dir trotzdem, ja, diese Attenzione, ich gebe dir trotzdem diese Aufmerksamkeit. Du verdienst genauso sein, so wie ich, ja. Also, du könntest hier aber auch ein netten Gespräch haben. Du warst hier mit jemandem weg. Du hast hier vielleicht jemanden kennengelernt, ja, der vielleicht auch eine höhere Position hat. Und du merkst, dass es mit dieser Person einfach resoniert. Du merkst nicht den Unterschied, nur weil diese Person ein Chef ist. Du sagst, wow, diese Person lässt es sich gar nicht anmerken. Kennt ihr diese anonyme Personen, die irgendwie eine gute Stelle haben, aber das nicht sagen? Ich sage, das sind die Menschen, die sein Ego ausgeschaltet haben. Wieso muss man sagen, ich bin das und das und das? Nein, du identifizierst dich, du etikettierst dich. Das ist das, was ich gemerkt habe in dieser ganzen hier sozialen Bereich. Ja, ich bin ein Lehrer, ich bin das, ich habe das studiert. Nein, du bist nicht nur das. Du bist eine Seele. Du hast Informationen in dir, du hast eine Akasha-Welt. Du bist reich an Informationen. Gib dich nicht nur eine Etikette. Das ist ja das, was ich jetzt heute auch tatsächlich gelernt habe mit diesem Beruf. Leute, sogar wenn du im esoterischen Bereich tätig bist, da war ich schockiert. Da wollten sie von mir haben, dass ich das und das gelernt habe. Leute, ich bin damit geboren. Das ist eine Fähigkeit. Wie soll ich das beweisen, dass wir das in der Familie haben? Also, was habe ich gemacht? Ich bin weitergegangen für meinen Weg. Ich mache mir meinen Weg, ich mache mir meine Dinge, ja. Und was kommt, kommt. Aber Leute, wir können nicht immer alles beweisen. Wir können nicht alles in dieser materiellen Ebene setzen, ja. Wichtig, du zeigst den anderen, wer du bist. Im Endeffekt bist du der andere. Du bist immer der andere, ja. Wow, eine wunderschöne Legung. Passt ja perfekt zu diesem Neustart, ja. Dass man zu einem neuen Niveau kommt, ja. Ich hoffe, dass wir das bald schaffen. Dass wir uns nicht als Gegner sehen, ja. Seht euch als Freunde. Sie wollen das. Sie wollen das versuchen. Zum Beispiel, ich weiß nicht, jetzt ein paar Italiener, die das wissen. Zurzeit ist das in Italien so, dass der Mann erniedrigt wird. Der Mann hat das mit diesem Fall gemacht. Der Mann hat diese Mädchen umgebracht. Also ist der Mann ein Schwein, wenn ich das so sagen darf. Ja, ganz ehrlich. Der Mann, der hier das gemacht hat. Und das ist aber nicht so. Nicht alle Männer sind so. Sie wollen diesen Yin und Yang kaputt machen. Die höhere Macht, die dunkle Seite, will uns immer auseinanderbringen. Zum Beispiel, das ist das gleiche mit der Gazastreifen, ja, das ist genauso mit Russland und Ukraine. Leute, fallen wir nicht in diesen Spiel drin. Wir dürfen nicht reinfallen. Um weniger wir Medien hören, ja. Also tatsächlich, ich habe gar nicht gewusst von dieses Mädchen. Leute, ich habe nichts gewusst. Das ist ja gleich, ich habe Verwandte. Oh, hast du das gehört? Die Arme ist umgebracht worden. Ja, und natürlich tut es mir leid, um Gottes Willen, ich bin ein Mensch, so wie alle andere. Aber ich denke, wir haben alle eine Vorgeschichte, wir haben alles etwas zu lernen, ja. Wir sind hierher gekommen, um zu lernen. Und ob wir jetzt sagen, alle Männer sind Mörder oder eine Mutter, die etwas dem Kind antut, sollen wir auch damit anfangen? Ja, also Leute, nicht alle Mütter sind so, nicht alle Väter sind so, nicht alle Männer, nicht alle Frauen, ja. Tun wir nicht alle in einem Topf, sondern geben wir uns mal in diese höhere Energie und sagen wir mal so, es ist wahrscheinlich die Sichtweise von dieser Person gewesen oder diese Person ist irgendetwas passiert und hat sich so benommen, ja? Also sehr, sehr wichtig. Ich mache nur diese Video nicht nur um Karten zu legen. Ich möchte auch euch etwas zeigen, das wichtiger ist, ja? Wie die Welt so ist da draußen, wie die Welt sich, wie sagt man das, anlehnt an diese Kleinigkeiten. Vor allem in Yin und Yang, das ist ja klar. Wir wollen hier Yin und Yang erniedrigen. Wir wollen, dass diese maskuline Seite abstirbt. Wieso denn? Wir brauchen die maskuline Seite. Ohne die maskuline Seite kann nicht die Seele ihre Arbeit machen. Und genauso andersrum. Versteht ihr das? Also, nicht alle Männer sind gleich, nicht alle Frauen sind gleich. Okay? Sehr wichtig. Wow, wow. Den Erfolg pur.
Und weißt du, wenn du den Erfolg bekommst, wenn du in die Ruhe einkehrst, wenn du dich anerdest, wenn du diese Anankerung hast, okay? Durchbruch. Das ist auch für dich eine Situation, in der du wahrscheinlich, wie ich auch jeden Sternzeichen gesagt habe, also wir sind fast schon in der Mitte, also ich bin da, aber ihr noch nicht, ihr seid noch nicht so weit, ihr habt noch nicht alle gesehen, aber ich drehe jeden Tag einen Sternzeichen und ich habe gemerkt, dass viele Sternzeichen jetzt den Durchbruch haben. Was nehme ich mit? Wer will ich sein? Also das ist der Motto, den ich sehe bei euch alle, bei mir selber auch. Wer will ich sein? Wen nehme ich mit? Wer will ich sein, bedeutet, will ich diese Person sein, für die, die dich die andere halten, oder will ich diese Person sein, die so ist, auch wenn ich nicht dazugehöre, auch wenn ich alleine kämpfe, auch wenn ich jetzt diese Person bin, die tatsächlich schief angeschaut wird, nur weil ich das gesagt habe. Trotzdem, ja, es ist wichtig, Tesoro mio, dass du hier deinen Weg eingehst und du wirst erfolgreich sein, wenn du deine Mitte findest. Wenn du dich anankerst, natürlicherweise, das ist sehr, sehr wichtig, ja. Und wichtig ist es auch, dass du erkennst, wo ist mein Ziel, was möchte ich erreichen, ja. Aha, unser Hund, der ist draußen, der möchte bestimmt rein, aber es müsste jemand zu Hause sein. Wenn sie nicht täuscht, wenn sie nicht rausgegangen sind, alle. Und er bellt, weil er spielt. Das ist mal die Frage. Ah, okay. Gut. So, da hast du jetzt hier wie sagt man das, il quadro. Du hast hier den Bild. Du siehst hier, wie das Ganze funktioniert, ja? Also tatsächlich, Tesoro mio, ist es so eine Situation. Du erkennst hier das eine, wenn du das andere auch siehst. Ohne den anderen Puzzlestück. Das ist ja klar. Yin und Yang gehören immer zusammen. Man sieht nicht nur mit einer Energie, man sieht mit beide. Und hier sind beide integriert. Okay? Hier ist das Ego auch stillgelegt. Sehr, sehr wichtig. Sonst funktioniert das Ganze nicht. Okay? So, jetzt schauen wir mal, mit welchen Sternzeichen wir hier zu tun haben. Das könnte dein Sternzeichen, Aszendent, Mond oder Venus-Sternzeichen sein, ja? Bitte setze es nur um, wenn es umsetzbar ist. Also, du hast hier Jupiter, Schütze, Fische, alle Wasserelemente, also wieder Fische, Krebs und Skorpion, ja? Und hier nochmal Krebs. Okay, das war hier deine Legung. Das Romeo, ich werde mich nochmal melden, weil du wirst wahrscheinlich dieses Video also gerade an dem Tag, wo Silvester ist, also ein paar Stunden davor. Ich glaube, ich werde ihn morgens raus oder mittags, ja. Auf jeden Fall werde ich mich nochmal melden, ja, und euch auch einen guten Rutsch wünschen. Das ist mir sehr wichtig, okay? Tesoro mio, pass auf dich auf, ja. Ich wünsche dir einen wunderschönen Wochenende, ja. Macht's gut. Ciao!